Ja, denn ich habe es gesagt, ein Mann, der begleitet Fortuna seit so vielen Jahren. Wir freuen uns natürlich immer, wenn wir Spieler hier haben zum VIP-Talk, um das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen. Aber ich freue mich auch ganz besonders, dass wir jetzt unseren Masseur hier mal begrüßen dürfen, denn der wird uns sicherlich auch den ein oder anderen Einblick geben. Und wenn ich ihn mir so anschaue, er hat nämlich heute Geburtstag. 55 Jahre, herzlichen Glückwunsch, Bernd Restle. Bernd, ich will dir nicht zu nahe treten, aber für einen U21-Europameister siehst du doch schon relativ alt aus. Ja, vielen Dank. Schönen Dank, aber damit muss ich leben, dass ich ein bisschen älter aussehe als meine Jungs, mit denen ich mit Europameister werden durfte in Schweden. Aber diesen Schicksalsschlag, den muss ich halt verkraften. Okay. 55 Jahre, seit wann bist du bei Fortuna aktiv mittlerweile? Ja, seit 30 Jahren. Am 1. September waren es jetzt 30 Jahre. Seit 30 Jahren darf ich Physiotherapeut von Fortuna Düsseldorf sein. Und da bin ich sehr stolz drauf und da freue ich mich auch sehr drüber. Und ich kann dir sagen, der ganze Verein ist stolz, dass du bei Fortuna bist und dass du die Waden knetest unserer Profis. Wenn du mal so ein bisschen zurückblickst, 25 Jahre, kann man da irgendwelche Highlights, 30 Jahre, Entschuldigung, mit 25 hast du angefangen, Wahnsinn. Ja, wenn man so ein bisschen zurückblickt, was waren da so deine persönlichen Highlights? Gibt es da was oder sind das zu viele, dass wir jetzt den Rahmen sprengen würden? Ja, 30 Jahre, da könnte man natürlich so einiges erwähnen, aber um das mal so ein bisschen zusammenzufassen, natürlich als ich als junger Therapeut dazu kam, vor 30 Jahren, die damalige Mannschaft, das war eine ganz große Truppe, die Europapokal spielte, Benfica Lissabon, FC Aberdeen, Glasgow Rangers, das deutsche Pokalendspiel 1980 gegen den FC Köln-Gelsenkirchen, das durfte ich dann als Therapeut miterleben, tolles Erlebnis, dann die sogenannte Mythos-Mannschaft, mit der es möglich war, innerhalb von einem Jahr zweimal aufzusteigen, sowohl von der Oberliga damals in die zweite Liga, von der zweiten Liga in die erste Bundesliga, tolles Erlebnis. Und natürlich, das muss ich wirklich sagen, die Mannschaft, die es jetzt geschafft hat, nach 10 Jahren wieder den Verein Fortuna Düsseldorf nach oben in den Profifußball zurückzuführen. Ich muss sagen, das ist eine tolle Mannschaft und da bin ich sehr, sehr stolz drauf, Physiotherapeut dieser Truppe zu sein. Eine ganz tolle Gemeinschaft, mit der es ganz, ganz viel Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Das heißt, du hast es gerade gesagt, du warst vom Europapokal bis runter zur Oberliga, hast du die Mannschaft betreut. Was hat sich für dich jetzt verändert seit dem Aufstieg wieder? Seit diesem Aufstieg jetzt wieder in die zweite Bundesliga, die Atmosphäre intern hat sich Gott sei Dank nicht verändert, weil die schon ganz hervorragend war. Sonst hätten wir diesen Aufstieg in die zweite Bundesliga gar nicht geschafft. Man muss letztendlich immer die Qualitäten schon besitzen, wenn man die nächsthöhere Klasse erreichen will. Das spricht ja nur für die Gemeinschaft. Ich benutze gerne das Wort Gemeinschaft im positiven Sinne. Die hatten wir jetzt dieses Jahr. Hatte sicherlich Norbert Meyer einen ganz großen Anteil dran, dass es zu dieser Gemeinschaft auch kam, die dann so erfolgsorientiert den Aufstieg hinbekam. Und es geht jetzt weiter, wir können Dinge weiterentwickeln. Uns macht sehr viel Freude und Spaß, an dieser Weiterentwicklung mitzuarbeiten. Du hast eine eigene Praxis direkt am Flingerbruch, am Paul-Janes-Stadion direkt nebenan. Das ist aber nicht deine einzige Aufgabe. Ich habe es gerade schon angesprochen, mit der U21 wurdest du jetzt Europameister. Gib uns einen kleinen Einblick. Wo findet man dich überall, wo man dich vielleicht auch gar nicht vermutet? Naja, mittlerweile hat sich das alles ein bisschen entwickelt in diesen 30 Jahren. Mittlerweile darf ich mit 23 Profivereinen zusammenarbeiten. Aus dem Ausland sind Vereine dazugekommen, wie der PSV Eindhoven, FC Utrecht, Twente Enschede, Grasshopper Zürich, Rapid Wien, Besiktas Istanbul, ZSK Moskau, Spartak Moskau, El Ahly Kairo, waren auch 14 Spieler da, so in den letzten 10 Jahren. Wenn ich diese Vereinsnamen erwähne, heißt das, kriege ich ein- oder zweimal im Jahr Spieler mit entsprechenden Verletzungen, Kreuzbandrissen, Bänderrissen und so weiter, was alles im Fußball passieren kann. Vor allem hier in Deutschland schicken mir ihre Spieler. Über diese Zusammenarbeit freue ich mich natürlich auch sehr. Aber Fortuna Düsseldorf ist natürlich mein Leben und mein Gefühl. Das ist unglaublich, wenn man so viele namhafte Vereine hört, dass du wirklich dem Verein so treu geblieben bist. Aber du bist natürlich nicht ganz alleine. Nein, um Gottes Willen. Ich habe ein Team, bestehend aus 25 Therapeuten, aus Diplom-Sportlehrern, Krankengymnasten, Masseuren. Und auch wir als Team stehen der Fortuna komplett zur Verfügung. Der Fortuna stehen 25 Therapeuten zur Verfügung. Ich denke, dass wir viele, viele Dinge sehr professionell auf den Weg bringen konnten, auch in letzter Zeit, die mit dazu beigetragen haben, dass die Dinge sich ganz erfolgreich letztendlich entwickeln konnten auch. Letzte Frage. Du hast es gesagt, du warst mit Fortuna schon europäisch unterwegs. Was ist so dein Ziel, dein Traum vielleicht? Der erste Traum, den ich wirklich mehrere Jahre hatte, war, dass wir wieder zurück in den Profifußball zurückkehren. Und das ist dieses Jahr passiert. Da ist schon mal ein großer Traum wieder von mir in Erfüllung gegangen. Das war wirklich, was ich eben schon mal erwähnt habe. Nach 10 Jahren wieder in den Profifußball zurückkehren konnten. Das war schon ein toller Traum, der in Erfüllung gehen konnte dieses Jahr.
Ja, ja, weitere Träume, klar. Man darf durchaus auch von der ersten Bundesliga träumen. Und das halte ich hier auch in Düsseldorf für möglich, für realistisch. Bernd Restle, vielen lieben Dank für diesen wirklich netten Talk. Mal was anderes, als nicht nur die Spieler zu hören. 55 Jahre, ich denke, du wirst noch ein bisschen feiern, das ganze 30 Jahre bei Fortuna Düsseldorf. Ja, und damit schließe ich unseren kleinen VIP-Talk hier im Platinum-Club der Esprit Arena. Vielen Dank und ja, schauen Sie beim nächsten wieder vorbei bei unseren Heimspielen. Und das Ganze gibt es natürlich auch zum Download bei uns im Internet. Mein Name ist André Scheidt, ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Restsamstag. Tschüss. Freitag.